ein bisschen länger, ein bisschen wenigstens länger durchgehalten hat. Bombe. Taugt mir voll. Kann man machen. Ich hoffe, dass ich dann endlich mal einen anderen Partner kriege, weil sagen wir nicht, ob die Tante, die kann ja gar nichts. Ich kann einfach dastehen und... Hi. Oh, ich sehe gerade noch einen Follower. Danke, Kuss geht raus. Ich habe halt noch keine Benachrichtigung. Gott. Aber danke schön. You will enjoy this. They are the ones who took down Zhangjiao, and I came upon them by chance. Would not be tempted to bring them along. Is that so? I'm Yuan Shao, Colonel of the Central Army. I've known Cao Cao since he was a stripling. Even the counselor's estate can approach Jiang Yang now. And yet, that doesn't mean nothing can be done. As I expected. So this well is a secret passage. Very well, I will lead the way. However, if this passage is blocked, there's no way back. We should leave a lookout here. I will be on watch. Mich würde jetzt eigentlich volle Wäsche interessieren, was ihr eigentlich sonst noch für Spiele spielt. Außer jetzt Souls-like. Das würde mich jetzt volle Wäsche interessieren. Weil ich bin ja eigentlich eher so ein Typ, ich spiele eigentlich quer durch die Bank. Aber komplett quer durch die Bank. Also mal DS, mal DS, mal DS. Muss ich schon ganz ehrlich sagen. Also gerade auch auf Twitch merkt man es dann eh auch voll. Entweder wenn ein neues Spiel draußen ist, spiele ich es dann eher eine gewisse Zeit lang. Ist eh klar. Eigentlich dann quasi fast nur das Game, wie zum Beispiel Wolong. Aber sonst, ich spiele eigentlich immer quer durch die Bank. Okay. Ich bin eh auch so voll Story. Voll auf Story immer. Wenn es eine gute Story ist, dann ist es ein gutes Spiel für mich, gleich mal. Aber Gameplay ist auch halt wichtig, ist eh klar. Das ist, was Aman und ich are searching for, as we believe it to be the chief cause of the chaos that plagues the state. Manche Spiele spielt man einfach nur, weil das Gameplay geil ist. Das Spiel vielleicht an sich vielleicht Schmutz, aber wenn das Gameplay geil ist... Ist das Gift oder? Nein. Ja, warte mal, hey, Kollege. Kollege, bleib mal ruhig da. Ich spiele auch sowieso jetzt, dann später dann, Ende des Monats kommt auch Resident Evil raus. Bin ich definitiv gespannt. Noch nie Resident Evil 4 gezockt, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich glaube, ich habe es mir mal gekauft. Ja, aber mal gerade das am Anfang begonnen mit der Hitten. Kennt sich hier sicher, glaube ich, jeder klar aus. Ja, da unten geht es immer da, weil ich bin mir noch nicht sicher, ob ich da unten landen möchte. Ich gehe lieber, glaube ich, den anderen Weg noch entlang. Das glaube ich besser. Auf das gefällt mir dann schon extrem. Resident Evil. Schaut richtig. Bin ich extrem gespannt. Und bin kurz vorm Finale bei Marvel Midnight Suns. Ist auch ein extrem gutes Spiel. Kann ich sehr, sehr empfehlen. Extrem stark. Richtig geiles Game. Nicht nur, weil es halt Marvel, DS. Nee, überhaupt nicht, sondern das Game ist wirklich, wirklich cool. Und du hast wirklich so viele verschiedene Charaktere, mit denen du spielen kannst und interagieren kannst. Also wirklich. Ein sehr, sehr geiler Geheimtipp, meiner Meinung nach. Gerade storytechnisch auch extrem gut. Und ab und zu habe ich so in letzter Zeit auch so ein bisschen auch das Gefühl, dass gerade die neuesten Games sehr verpackt reinkommen. Also rauskommen, sorry. Finde ich gerade in letzter Zeit ein bisschen schade. Außer Hogwarts Legacy, aber das hat man nicht so gemerkt gehabt eigentlich. Oh fuck. Oh fuck, aber gut abgewehrt. Naja, die erste Attacke jedenfalls zumindest. Oh fuck. Fisch am Arsch. Digi. Digi. Bleib ruhig. Bleib ruhig. Bleib ruhig. Mhm. Muss mal wieder... damit klarkommen. Oh, jetzt ist es. Jetzt ist es, der Hundling. Jetzt ist es.
Bam, 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 bam. Gib mir ab, gib mir ab. Er liegt eh schon auf dem Boden. Er kriegt überhaupt nicht. Fick ihn. Ah. Oh, XCOM. Aber immer schon wieder so ein bisschen vorgenommen zu zocken und durchzuspielen, aber nie wirklich so ganz durchgezogen. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Haben wir aber, glaube ich, XCOM 2 trotzdem mit allen DLCs und alles drum und dran geholt. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Sollte ich aber vielleicht wirklich in Erwägung ziehen. Ich habe zwar extrem viele Spiele noch offen, aber dennoch, gerade auch wie Forspoken und das Ganze da drumherum. Boah, ich habe so viel zum Durchspielen und so wenig Zeit. Was ich aber auch sagen muss ist, was mich extrem gefesselt hat, war Persona. Persona 3 spiele ich auch. Habe ich, muss ich ganz ehrlich gestehen, im Krankenstand. Okay, der war vor 3 Jahren der letzte Krankenstand, also ich darf mir gönnen. Alter, ich bin so dermaßen in das Spiel reingefallen. Ich bin so dermaßen in das Spiel reingefallen. Persona 3, wirklich, boah. Scheiße. Das war eh wieder klar. Das ist genau der Move. Passieren wir? Persona 3, Wahnsinn. Bin ich so dermaßen reingefallen. Wirklich, kann ich wirklich sehr empfehlen. Persona 3. Man muss aber auch das Spiel wirklich mögen, damit man es durchzieht. Allein schon heute pro Durchgang 60 bis 80 Stunden kann man schon einmal safe damit rechnen. Und allein schon auch, dass du quasi das Kampfsystem, also was der so Runden passiert und alles drum und dran, weil gerade so in Final Fantasy hat sich das ja komplett geändert. Da hast du ja eigentlich fast gar kein Rundensystem mehr, sondern eher mehr so in Richtung Action. Finde ich aber auch nicht schlecht, weil ich bin lustigerweise gerade in Final Fantasy so aufgewachsen. Nicht rundenbasiert, sondern ich habe das allererste Final Fantasy Spiel, was ich gespielt habe, war Crisis Core. Und dementsprechend, ja, ist es gleich mal ein kompletter Unterschied, wie ich Final Fantasy finde und wie viele andere Final Fantasy finden. Bin halt eher so, fast sagen, eher so die neue Generation, weil es halt doch eher so mehr auf Action halt geht. Finde ich halt irgendwie auch lustig, wenn ein Haverer von mir erzählt so, ja, ah, ich mag das neue Final Fantasy, gerade 7er nicht, mag er nicht so, weil dieses Rundenbasierte ist nicht mehr drin und alles drum und dran. Ich feiere es so dermaßen. Final Fantasy 7 Remake ist richtig geil. Allein schon auch Kampfsysteme und alles, boah. Fühlt sich so dermaßen geil an. Oh ja, sehr gut. Gib ihm, gib ihm, gib ihm. Aber ganz schnell. Das ist also ein doppelter Hammerer. Ein Doppelmoppel. Aber ruhig da, bleib mal ruhig da. Der Schießer da. Hast du überhaupt noch ein Magazin da oben? Super. Ja, jetzt hat er mich schon. Super. Ja, scheiß auf den Wichser jetzt einmal, das gibt's ja nicht. Haverer! Haverer, aber wie nervig! Aber wie? Er schießt und schießt und schießt. Boah, jetzt hat er mich gehabt. Respekt. Tschüss. Na, Persona. Gerade spiele ich gerade. Da bin ich sogar. Ich glaube 2 Monate vorm Ende. Irgendwas in dem Dreh herum. Also ich war, ohne dass ich jetzt Spoiler, vielleicht sollte jetzt der ein oder andere kurz auf Stumm schalten, aber ich bin jetzt gerade in dem Moment, wo halt quasi, sag jetzt in dem Fall, also Persona 3, kann jetzt gar nicht sagen, ob das jetzt der Direktor war oder der Anführer der Gruppierung. Naja, Anführer kann man irgendwie sagen, irgendwie auch nicht, irgendwie schon, ja. Sagen wir es mal so, der Anführer, dass sich der entpuppt hat als der 31er und alles drum und dran. War schon cool. War schon richtig cool. War ein schöner, fetter Plot-Twist. Für mich hat sowieso erst dann Persona 3 erst dann so richtig geil begonnen, wie dann der eine Haverer gestorben ist. Dann hat sich für mich als Persona 3 so ein richtig geiles Spiel entwickelt. Weil dann hat sich die Story dann für mich auch so ein bisschen entwickelt wie das Oldschool Netflix, meiner Meinung nach. Wie meine ich das jetzt mit Netflix? Früher war es immer geil auf eine nächste Serie, neue Serie, bam, 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 neue Staffel. Unbedingt reingesuchtet.
Da hat es immer so 13 Folgen meistens gegeben oder 8 bis 13 Folgen. So Klassiker wie Daredevil oder irgendwas. Boah, so dermaßen in die Sucht reingefallen. Und jetzt, oder? Das habe ich fast gar nicht mehr. Das ist vielleicht nur noch in ganz, ganz wenigen Serien, wie zum Beispiel, ja, eh klassisch Stranger Things oder You. Da habe ich das zwar noch, das Suchtpotenzial, aber sonst habe ich in Netflix gar kein Suchtpotenzial mehr. Ich weiß nicht. Netflix finde ich einfach nicht mehr so gut wie früher, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich weiß nicht, was da in dem Fall los ist. Aber sie, man muss aber auch dazu sagen, die scheiß Wichser von Netflix, da musst du aber auch wieder immer Angst haben, dass sie nicht vielleicht, wenn du sogar eine Serie wieder beginnst, dass sie es nicht einfach vielleicht mal wieder rauskicken. Nach einer Staffel oder nach der zweiten Staffel. Alter, ich beginne nicht, ich will nicht mit einer Serie beginnen. Boah, der Boys, Kuss. Das ist die beste Superhelden, Anti-Helden, Schurken-Serie. Sagen wir es mal so. Da geht einfach nur Liebe raus. Also die Serie. Bombe. Also von Anfang bis Ende. Also dabei, ich warte jetzt. Vierte Staffel, gell? Vierte Staffel ist das jetzt. Alter, vierte Staffel. Oh. Bin schon gespannt. Muss ganz ehrlich gestehen, ich lese auch die Comics dazu und bin gerade von den Comics her weiter als wie die Serie. Und da kommen noch Sachen. Havara! Alter! Ich muss schon sagen, die Serie ist ja für mich perfekt, muss ich sagen. Ich erwarte mir nicht mehr. Sie übertrifft mich immer wieder und das finde ich so geil. Aber wenn du dir die Comics anschaust, Digga, da ist der Boys die Serie Scheißdreck dagegen. Da gibt's einfach verfickte Orgien des Todes. Da wird jemand so dermaßen gefickt, dass er stirbt und alles drum und dran. Also ganz, ganz kranke Comicreihe. Aber dafür liebe ich diese Comicreihe. Wahnsinn. Richtig, richtig gut gemacht. Also wirklich, falls jemand sagt, Terst, du möchtest umso mehr von dem Boys-Universum erleben. Einfach ein Muss für jeden, der was der Boys liebt. Weil meiner Meinung nach, die Comic-Reihe ist so genial, so gut gemacht. Und einfach nur, ich würde zwar schon sagen, besser als wie die Serie, aber mit großer Vorsicht würde ich schon fast sagen, besser als wie die Serie. Aber du kannst halt teilweise, also in der Comic-Reihe, du kannst nicht einfach Sachen in die Serie da rein platzieren. Das kannst du nicht. Zwar auf eine harmlosere Variante, weil zum Beispiel, wo er da auf irgend so einen Wolkenkratzer ist und Owe quickst hat oder Owe brunst hat in dem Fall. Na, es gibt ja eine Szene, wo er runter gepinkelt hat und einmal runter quickst hat. Die, wo er runter quickst hat, ist sogar eigentlich eine Aufnahme gewesen von der ersten Staffel und die durften sie nicht reinhauen. Laut Amazon, weil das dann ein bisschen zu heftig war für die. Aber saugeil. Hat dann doch in die Serie reingeschafft. Finde ich cool. Und Alter, da ist das Wichsen von irgendeinem Gebäude ein Scheißdreck dagegen, wenn es um die Comics geht. Muss ich ganz ehrlich gestehen, aber das kannst du nicht in eine Serie verpacken. Das ist, ich glaube, da geht's dann schon, das ist schon quasi szenenmäßig wäre das noch ärger als wie irgendein Softporno oder irgendwas in der Richtung. Da ist ein Porno dagegen ein Scheißdreck. Aber finde ich schon geil. Serie ist einfach nur top. Richtig, richtig geil. Und ist dabei superheldenmäßig auch gerade auch aktuell Platz 1, meiner Meinung nach. Platz 1 bei mir aktuell. Weil gerade jetzt, wo leider Daredevil und Punisher halt nicht fortgesetzt wird, eh schon seit einer sehr, sehr langen Zeit. Ist halt einfach nur schade. Ja, Loki freue ich mich zwar auch, als Superhelden-technisch freue ich mich zwar auch, aber Daredevil und das Ganze, da brauchst du. Naja, ich hab sogar Angst, dass die Daredevil-Serie, Daredevil Born Again, ein Reinfall wird. Weil ich muss schon sagen, war schon cool, ihn zu sehen in She-Hulk, aber ich weiß nicht,
Die ha. Der Charakter, den haben sie mal ruiniert gehabt, irgendwie in She-Hulk. Ist zwar cool trotzdem gewesen, endlich mal auch wieder ein bisschen in Action zu sehen, aber nee. Haben sie mal ein bisschen dezent ruiniert, ein bisschen. Schauspielerisch, Wahnsinn. Auch sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut unterwegs. Oh, da ist die ganz, ganz spezielle Tante da mal wieder am Start. Ui, ui. Warte mal. Die Mutierte. Warte, lass dich ablenken, lass dich ablenken. Tschüss. Perfekt. So, den Havra, na warte mal. Vielleicht kann ich da was machen. Vielleicht kann ich da den ein oder anderen 31er tragen. Der Kuss geht raus an die Entwickler. Und dann verkacke ich's. Das wär's jetzt, wenn ich das jetzt verkackt hätte. Das wird so geil. Aber, The Boys, die Spin-Off-Serie kommt ja vor der vierten Staffel und auf das bin ich auch schon gespannt, wie die Spin-Off-Serie sein wird. Weil die schaut auch sehr, sehr interessant aus, meiner Meinung nach. Sollte man vielleicht auch ein bisschen aufpassen, wann die kommt oder was. Bin ich definitiv gespannt. Freue mich schon sehr. Oder allgemein ein bisschen mehr was von dem Universum zu erleben. Das sind ja Wahnsinn, das ist so gute Serie. Ist glaube ich eh Platz 2 aktuell bei Amazon. Also ich mache mir eher relativ weniger Sorgen bei Jana da bei Amazon mit The Boys. Die machen da noch weiter. Obwohl man vielleicht auch ganz kurz Angst gehabt hat, dass die vierte Staffel die letzte Staffel sein wird. Aber der Showrunner und so hat schon gesagt gehabt, so, nee, da geht's noch weiter. Wir brauchen definitiv keine Angst haben. Boah, zwei. Könnte vielleicht gefährlich werden. Vielleicht zwei gleichzeitig können wir die 10 sehr, sehr gefährlich werden. Boah, ah, shit. Ja, das muss man unbedingt einsetzen. Gott sei Dank. Was mach lieber jetzt. Ist besser. Ist, glaube ich, ein bisschen sicherer. So, jetzt darf die Tante der Meier gehen. Aber muss nicht sein, dass die mich da jetzt wegklatscht. Ich liebe diese Attacke. Ich liebe sie. Aha. Ich lieber jetzt schon. Sicher. Ich wollte gerade sagen, so dezent ein bisschen verdächtig. So, da haben wir mal den ersten Kandidaten. Du stehst mir dann. Klar, dass du mir da aufstehst. Klar. Und nächster bitte. Ja, du hast mich da schon entdeckt. Hoppla. Schade. Aber ich schaue gerade aktuell, wenn wir gerade so bei Serien sind, bin ich gerade bei Better Call Saul. Eine Folge vor der letzten Staffel bin ich dann. Dann schaue ich mir die letzte Staffel an, die hat dann glaube ich auch so 16 Folgen oder irgendwas in dem Dreh herum. Ich bin extrem gespannt, weil ich bin ja auch ein relativ großer Fan von Breaking Bad. Sehr, sehr gute Serie, kann ich sehr empfehlen. Man muss über die erste Staffel hinauskommen, muss ich ganz ehrlich gestehen. Erste Staffel ist vielleicht eher so für den einen oder anderen so, meh. Aber ich finde es von vorn bis hinten so geil. So eine geile Serie. Kann ich wirklich herzlichst empfehlen. Ah. Okay, ich denke mir gerade so, wie komme ich da jetzt nochmal hin? Oh, gute Frage. Sehr gut. Aber Better Call Saul, wirklich, kann ich empfehlen. Ist vielleicht stellenweise, muss ich vielleicht sogar ganz ehrlich gestehen, nicht so. Wie sagt man das jetzt am besten? Du hast nicht so extreme What the fuck-Momente. Wie damals in Breaking Bad, wo du sagst so, es passiert schon geile Sachen und du denkst so, boah, geil, das und das und das.
Aber so dieses, es bleibt im Kopf hängen. Das habe ich nicht so, das Gefühl. In Breaking Bad extrem, wo ich mir denke, so ja, voll und das, wenn es mit einem Haverer so redest, so das und das und das ist passiert. Aber bei Better Call Saul finde ich irgendwie das nicht so ganz. Das, es bleibt nicht wirklich so ganz hängen, dass du sagst, so oh ja, so denkwürdige Momente. Habe ich nicht so wirklich das Gefühl. Bei Breaking Bad oder könnt ihr das sagen, oder die Folge mit der Fliege oder das oder wie der Haarentrat worden ist oder das, das, das. Ah, gibt schon richtig, richtig geile Sachen. Aber bei Better Call Saul finde ich es ein bisschen, ehrlich gesagt, ein bisschen schade. Finde ich es wirklich ein bisschen schade, dass du halt nicht so extrem heftige, denkwürdige Momente hast. Das kann man lassen. Kann man definitiv lassen. Aber ist trotzdem eine extrem gute Serie. Nur weil sie nicht ein bisschen im Kopf hängen bleibt, heißt das nicht, dass sie gleich automatisch schlecht ist. Ja, ich hätte mal gesagt gehabt, gehen wir mal da auf und schauen wir mal, was da mal wieder für Wege gibt. Ah, ich auch schon wieder eingesperrt, eingesperrt, eingesperrt. Super. Oh, habe ich jetzt gerade den Universalschlüssel oder wo ist jetzt? Geschlechte. Geschlechte. Na gut. Gehen wir da noch ein bisschen spazieren. Ich sehe euch eh. Ich sehe euch eh. Ihr könnt es ruhig runterfallen. Mir ist das wurscht. Aber wie ist das so big geworden? Also, ich sehe euch. Ihr könnt es ruhig runterspringen. Geil. So, jetzt, wo ich vielleicht sogar wirklich dann im Endeffekt vielleicht alles öffnen könnte, wäre das jetzt vielleicht sogar ideal. Aber schauen wir es sich mal noch an. Schauen wir es sich mal noch an. Vielleicht kann ich auch gar nichts öffnen. Ich mache jetzt das, das und das und probiere das und das und dann im Endeffekt kann ich nichts öffnen. Super. Wieder typischer Klassiker. Jetzt haben wir doch gehabt, die riesigen irgendwas. Na, jetzt kann ich dann doch wirklich alles öffnen. Passt, super. Oh, thank you. I didn't think anyone would come for me. I got myself captured. Ich habe eigentlich gar nicht nach dir gesucht gehabt, aber ja, dann warst du ja gar so im Weg. Habe ich mir gedacht gehabt, wieso nicht? I'll be able to get back myself. Don't worry. There are more of the little fellows waiting for me back on Mount Tianjushan. We'll see each other again there. Okay, ja, dann fühle ich's, die Trophäe. Dann mache ich's dann doch gern. Wenn das so ist. Wenn das so ist, dann mache ich das doch gern. Will nur kurz abchecken. Bei der Seite probieren wir es dann auch noch. Ja, ich will schauen wegen die ganzen Zellen, ob ich nicht doch vielleicht noch was Zusätzliches öffnen könnte. Wenn möglich. Oder ich könnte ja auch was vergessen. Aber glaube ich eher weniger. Aber sicher, sicher. Nee, scheiß drauf. Gehst lieber zu anderen Seiten. Irgendwas werden wir sicher noch öffnen können. Ja, das geht, das geht, das geht. What? What? Einmal. What? What? Wieso habe ich das Gefühl, dass ich safe jetzt runterfallen werde? Ja. Ja. Es war so klar. Es war aufgelegter. Es war einfach aufgelegter. Der Partner rennt auch schon wieder irgendwo hin. Super. Geht ja auch gar nicht mehr aus. Ah, da war ich hier. Ja, passt. Aber mit uns? Was denn? Wegen dem einen oder anderen Item will ich sicher jetzt aber lieber doppelt nachschauen. Ich will da nicht irgendwas da lassen. Was denn? Wenn wir schon unterwegs sind und alles drum und dran. Und vielleicht dann doch noch die eine oder andere Flagge. Vielleicht auch nicht schlecht. Ich habe so trotzdem das Gefühl, dass ich irgendwo eine Tür noch vergessen hätte. Kann ich jetzt den Chessen gehen? Ah, da drüben! Voll, 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 voll! Na schau, jetzt haben wir's. War's perfekt. Und genau dann hätte ich jetzt vielleicht die Tür nicht öffnen können. Das wär's jetzt. Das wär's jetzt gewesen. Erst. Könnte eigentlich
schauen, dass wir da vielleicht jetzt mal zwei Stufen wieder aufgehen können. Schauen wir uns das einmal an. Ja, perfekt. Sollte jetzt möglich sein. Gönn dir. Doppelt? Komm schon, gönn doch mal. Nee, nicht. Oh Mann, ey. Na, warten wir noch. Ich will immer einen Doppelten machen. Ich weiß nicht, ich feiere es gerade irgendwie gerade aktuell, wenn ich doppelt aufsteigen kann. Was denn? Ich hab da gerade so irgendwas erlitten. Na komm, feuer runter da, Süßer. Ui, da kriege ich wenigstens ein paar zusätzliche Punkte, wenn jetzt alles gut ablaufen könnte. Der Schwafel hat mir zwar schon 20.000 Mal erwischt gehabt, eigentlich normalerweise, also der hätte eigentlich schon was checken müssen, aber ja, definitiv Pech gehabt. Aber Punkte sammeln gehört dazu. Welche Stufen bist du denn eigentlich schon? Würde mich auch interessieren. Sind dann, glaube ich, auf 35, oder? Wenn die dann... Ja, zwei Upgrades, dann 35. Passt, gut zu wissen. Na, ah, Stufe 9. Sehr gut. Ah ja, voll, da links unten müssen wir auch noch herumschauen. Huch, was habe ich denn da Schönes? Hi. Wie du stoßt mit da jetzt auf, fick dich. Fick's nicht. Ein Scheißenke, der Avara. Aber das Gute ist dann auch noch, dass die Spezialding dann wieder aufgeladen ist. Wenn wir dann fast beim Bosskampf sind oder bei irgendeinem Zwischenboss oder irgendwas, würde ich schon fühlen. Oh ja. Da sind ja nur der ein oder andere. Passt. Hoppala. Ganz vergessen. Ganz vergessen, dass da nur der ein oder andere Pre unterwegs ist. Geil. Warte mal. Ich wollte eigentlich sagen, dass der dezent scheißen gekommen hat. Oder nicht? Besser ist. Besser weg. Hauptsache weg. Den klatschen wir hier jetzt weg wie nix. Uiuiui. Gönn dir. Ah, da machen wir wieder was. Machen wir auf da die Hitten. Auch wieder Speer. Ja, wie ich's mir gedacht hab. Geht's eh weiter. Aber passt eh. Ui, mach auf da. Wieder sowas. Mach auf da die Hitten. Sag her. Okay. Komm, das. Jetzt muss ich mal stiedeln gehen. Jetzt muss ich da mal unbedingt stiedeln gehen. Aber leider nur Stufe 3. Ich will irgendwas mit Stufe 4 sehen. Dass ich dann sagen könnte, okay, passt, vielleicht nehme ich es mir dann doch. Muss man eigentlich schon ehrlich gesagt sagen, okay, außer Verteidigung und alles drum und dran, ist es schon irgendwie besser. Aber dafür sehr wenig Verteidigung. Geht schon ordentlich weit oben. Und wir sind aber schon auf plus 2. Nee, lass. Lass für der Weil. Besser ist. Dann gehen wir mal auch weiter. Hoppala! Sehr gut. Welche Stufen bist denn du eigentlich schon? Würde mich auch mal interessieren. Den hol ich mal. Vorsichtig. Und ins Arschloch. Okay, passt. Ich hab den Sohn in meiner Handrad anscheinend. Ja, Level. Es war mal wieder knapp. Gönn dir. Jetzt aber ein bisschen stieren gehen. Bist du deppert, aber 74 Klick, wie musst. Geil. Nicht schlecht. Aber 74. Hast du es eigentlich dann schon durchgespielt gehabt, oder? Würde mich auch interessieren. Echt, das war entlang gehen? Das wär's. Nein, ich muss wieder aufklettern. Ja, es trifft sich dann eh gut, weil dann machen wir wenigstens unsere.
unsere Stufe da weiter. Ja, taugt mir eh. Wins Verteidigung, Zauberdauer, taugt mir extrem. Würde aber trotzdem sagen, dass man vielleicht einmal wieder auf Gewicht. Ja, auf Gewicht. Gehen wir wieder auf Gewicht. Dass da auch wenigstens wieder was weitergeht. Kapitel 5. Das ist halt auch wieder eine gute Frage, wie viele Kapitel es gibt. Aber wenn du schon sagst, so 74, Kapitel 5. Wahrscheinlich bist du schon 5 oder 6 mindestens Missionen voraus. Mindestens wahrscheinlich. Also Hauptmissionen wahrscheinlich. Bin gespannt. Holen wir da noch ein paar Punkte. Wieso nicht? Wenn wir schon da sind. Wenn wir da schon unterwegs sind, holen wir da noch ein paar Punkte. Oder ich fall einfach irgendwo um. Das wäre vielleicht auch dezent gar nicht mehr so schlecht. Okay. Okay, passt. Ja, verstehe ich komplett. Gerade mit Spoilern, besser nicht. Manchmal, Leute, da musst du wirklich schon an den Gegner dran bitten, damit du überhaupt was kriegst. Wo ist der andere? Oh! Ich denke mir gerade so, hä? What the fuck? Aber der war doch ein bisschen weiter weg. Uiuiui. Na, komm mal her, der Burli. Komm mal her da. Ah, der dreht sich fix gleich um. Ah, doch nicht. Na dann, praktisch. Aber es muss anscheinend noch relativ weit weitergehen, meiner Meinung nach. Es muss noch relativ weit weitergehen, weil. Aber wenn ich mir das nur so ausschaue, oder wie viele Dinge ich da noch habe. Bin ich gespannt. Also es kommen jetzt 4 hintereinander, was ich mir zwar eher weniger vorstellen kann, aber dennoch. Nein, es sind sogar 5. Jetzt kann ich gar nicht einmal mehr zählen. Passt. Es sind mehr. Oh, scheiße. Oh, okay, es kommt ein Zwischenboss kommt da in der Mission, oder wie? Okay, ich bin gespannt. Ich würde mal sagen, trinken wir mal wieder unseren Keulenkaffee. Also, da ist ja nichts am drin, Scheiße. Brauch was zur Beruhigung. These corpses are fresh. Keep your eyes sharp. Oh ey. Scheiß mir jetzt schon. Oh na, nicht die Tante! Bist deppert ihr dann gebungerten Haverer? Bist deppert und sogar doppelt? Der dreifache gebungerten. Ich mit noch nicht 2 cm komme ich da nicht weit. Passt. Schauen wir uns das mal an. Bist du genau. Oh, mit Gift, okay, passt. Gut zu wissen. Bist du genauso nervig wie die andere Tante da? Geht die von. Geht die selber, Meier? Von dem scheiß Gift, das wär's. Ja, kannst du mir die denn sehr scheißen gehen bei mir mit sowas? Bei mir kannst du mit sowas scheißen gehen. Bisschen auf Feuer an unten. Ja, ja. Okay, mit Feuer, Fickerei, Füße, Verhaberer! Ist ja komplett im Arsch! Komm schon, Phase 2 Püppchen! Komm her! Mal gleich wieder Feuer! Verscheißen gehen die Tanzgitter! Ah, war jetzt nicht schlecht. Du Hund! Warte, wieder Flamme? Ja, easy! Extrem easy! Oh, wie süß! Wieso ist der genau noch immer so länger als bei meiner? So, da. Juhu! How is it, Amon? The way appears narrow. Oi! Sag jetzt nicht, die kommt in eine zweite Version und noch viel stärker. Na, bitte nicht! Nee. Na, aber hallo. Oh.
Thank you for saving my life. I am Jen of Zhongshan Commandery. It is devoted to my protection. Please forgive its impoliteness. Eunuch Zhang has been rounding up innocent people and stealing their life energy underground here. Würde es aber trotzdem geil finden, wenn sie vielleicht so ein 31er wäre und uns dann noch zusätzlich verraten würde. Wir würden sie befreien und dann... May I ask who you are? Colonel Yuan? Aber die Schlange ist lieb. The one who is favored so by the stars? What fate that we should meet here? Indeed. I am Yuan Shao. So, this is what the stars foretell then. Ben Shu, I shall leave the young lady in your hands. We can't take her with us. Well. Don't let your guard down out there. Ich bin gespannt.